Es ist auch ganz schön zusammengefasst in einem Tweet, den ich jetzt einmal zitieren möchte. Der gute Matthias Franke hat geschrieben: Ich gedenke jetzt erstmal den 5 Indianern, die gerade weinend hinter ihrem Tipi sitzen, weil der 6-jährige Heinz zum Fasching geht. Placebo fürs Ohr. Ja. Oh! Hallo, apropos. Leute! Na? Wie geht's? Aloha aus der Datenautobahn. Guten Morgen. Die Sonne geht gerade auf. Ja, heute, da machen wir was Besonderes für euch. Ne? Wir machen mal ganz früh eine Aufnahme hier. Wir quälen uns aus dem Bett für euch. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Da würde ich sagen, zur Feier des Tages starten wir doch einfach mal ein Experiment. Ich habe das nie gemacht, deswegen nehme ich mir diesen Freifahrtschein, das jetzt zu sagen: Hey, drückt doch alle mal auf den Like-Knopf. Ja. Und schickt den Brennpunkt an einen eurer Freunde. Sagt ihm doch mal: Hey, na, wie geht's? Du möchtest doch bestimmt wissen, was alltäglich oder allwöchentlich in der Internethemisphäre los ist. Da gibt's zwei Typen, namentlich der Star-Influencer Robin Osterafu und der Mond-Influencer Tino Ranacher. Die euch das schön einordnen, was in der Welt tagtäglich passiert. Und das machen wir auch heute wieder. In Richtig. Einer neuen, wundervollen Folge Brennpunkt Internet. Und meine Güte, es ist schon wieder einiges los. Alles war verraucht. Man hat nichts mehr gesehen. Ja, das Netz brennt und wir werden es für euch löschen, indem wir das für euch einordnen. Das Erste, was ich machen wollen würde, wäre, den viralen Hitler auszurufen. Ja. Und vielleicht müssen wir jetzt einfach mal anfangen, den viralen Hitler wirklich irgendwie geil einzuleiten. Sollten wir das vielleicht mit einem Jingle machen? Hast du einen Jingle? Nee. Ach so. Aber, weißt du? Wollt ihr den totalen Hitler? Ja. Wollt ihr den viralen Hitler? Ja. Nice. Es gibt einen viralen Hitler. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich habe es auch am Rand mitgekriegt, habe dann aber gestern Nacht erst gerafft, wie groß das war. Und ich habe es zusammengefasst unter dem Thema: Sie sind nicht mehr in, es sind die Autianer. Oh. Ja. Ah. Schön. Ja. Da gab es nämlich ein großes Hashtag und auf Twitter war das ganz groß. Ich weiß nicht, auf Twitter bist du ja weniger unterwegs. Nee, ich bin eher so der Facebook-Typ, weil mein IQ recht niedrig ist. Ja. Auch da hat man überall gesehen, wie Welt und THZ, WAZ, AfD, alle darüber berichtet, dass man Indianerkostüme nicht mehr tragen darf. Und ich muss sagen, es macht mich schwer betroffen, da auch ich als Kind sehr gerne als Indianer zu Fasching gegangen bin. Ich war das Indianerkind. Oh. Beim Fasching. Und ich hatte einmal, als Schuh des Manitou rauskam, hat mein Vater mir sogar so eine rosa Feder besorgt. Auch. Und dann war ich Winnie-Touch. Ah, stimmt, ja, hab ich auch. Dann kam ich so in die Schule. Aber Hachi, Bruder. Meine Eltern fanden das ganz normal. Nice. Aber die Frage ist ja, da du jetzt auch quasi einen Erfahrungsbericht abgeben kannst, wurdest du dann auch immer angespuckt und haben die Leute gelacht und haben gesagt: Ey, guck mal, ein Indianer, die sind ganz doof. Ja, es folgte, bestimmt jeden Tag dann es folgte eine soziale Isolation. Also die ersten 3-4 Wochen konnte ich mich in der Schule nicht blicken lassen, weil ich als Rassist beschimpft worden bin. Ich soll gleich zur AfD gehen. Und das waren schlimme Zeiten in den 90ern. Aber vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Das war jetzt die Einleitung für die Leute zur Erklärung. Es ist ja kein offizielles Verbot oder so ausgesprochen, sondern noch nicht. Eine Kita in Hamburg hat das, soweit ich weiß, angefangen. Ich glaube, es gibt 2, 3 oder so, die das auch so machen. Hm. Die sagen, sie wollen keine Indianer- oder auch Scheichkostüme verwenden oder von den Kindern sehen. Sie wollen kultursensibel sein und vorurteilsfrei soll gefeiert werden. Ich habe jetzt hier noch so ein Zitat rausgesucht. Hm. Wir achten im Kita-Alltag sehr auf eine kultursensible, diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung. So. Aber sind das denn wirklich, ist es denn wirklich diskriminierend oder sind das denn wirklich Vorurteile? Ich finde, zu einem Kostüm gehört so ein bisschen ein Vorurteil zu haben oder ein Urteil über etwas zu haben, weil sonst kannst du dich ja nicht verkleiden. Ja, oder einfach einzelne Dinge herauszustellen, die besonders im Mittelpunkt, also weißt du, einfach. Aber es ist doch klar, dass Indianer so ein komisches Kostüm da tragen, sowas Braunes, so eine Feder. Ja, pass mal auf, das Problem ist ja folgendermaßen, du Scheißrassist, ja? Es gibt ja nicht den einen Indianer, außerdem ist das Wort Indianer, ja, das ist ja nicht von denen selbst sich ausgesucht. Das hat der Nazi Kolumbus eingeführt. Genau. Und
Dann ist nämlich das Ding, dass es nicht diesen einen Stamm gibt, sondern 500 verschiedene Stämme von indigenen Leuten. Natürlich, ja. Du scheiß Rassist, ja. Und deswegen ist das ganz schlecht. So heißt es. Und du meinst, die verschiedenen Stämme tragen alle verschiedene Kostüme Ja. zum Fasching? Und ja, um das tatsächlich schön korrekt abzubilden, müsstest du eine. Weiß ich nicht. Es ist also, Du es ist müsstest doch ein eine Quatsch. Million Freunde mitbringen, die auch alle Indianer machen. Ich finde es besonders wichtig, dass man kleine Kinder zum Politikum macht. Ja. Und ich habe mir überlegt, was ist denn, wenn jetzt ein Elternpaar das überhaupt nicht mitbekommen hat, zum Beispiel, ja? Die weiß davon nichts. Und dann kommt ein Kind als Indianer, sage ich jetzt mal, darf man nicht mehr sagen, Nee, aber ich nee. sag's jetzt einfach mal, Ja. weil ich lebe einfach gefährlich heute. Und dann kommt das in die Kindertagesstätte rein und dann sagen die Erzieher, ey, geh bitte. So, und dieses dreijährige Kind freut sich, ja, steht da, oh, guck mal. Ja, genau. Und dann wird es da rausgekachelt. Das ist doch scheiße. Also So. ich habe mir das jetzt überlegt, ich finde doch zu Recht, ich finde alle, die Indianerkostüme tragen, sind Nazis, Ja. insbesondere Kinder, Ja. weil es eine bewusste Verletzung der Kultur ist. Das wird denen Beleidigung. einfach in die Wiege gelegt, Der würde ich sagen. Rassismus Ja. als Also Deutscher. ich habe ja immer gesagt, die Kinder sind der Untergang der Menschheit. Keine Weil, Frage, ich bin auch gegen Kinder. naja, wenn man die Prinzipiell. abschafft, nach ein paar Jahren lösen sich alle Probleme von alleine. Na, Kinder gehen nicht arbeiten, sind schmutzig, Ja. nehmen uns die Frauen weg. Scheißen sich ständig ein. Eben, und das habe ich schon zu vielen Leuten gesagt, da kam immer das Argument, ja, Kinder zahlen aber unsere Renten. Da habe ich gesagt, ich habe noch kein Kind in eine Rentenkasse Ja, einzahlen sehen. das stimmt. Sie etwa, und da war Ruhe. Stimmt, sehr gut. Ich habe noch eine kleine Überlegung dazu. Ja. Denn Kostüme, die man anzieht, zieht man ja in der Regel nicht an, weil man das, was man da anzieht, scheiße findet. Ja, Stimmt. so. Und da habe ich mir überlegt, gut, es gibt jetzt keinen, der zum Beispiel sich als Nazi verkleidet zu Fasching. Huhu, haha, ich bin ein Nazi. So. Gibt es, wer war das Ja. denn aus dem Königshaus? Der Prinz Halbwissen, Ach, Prinz Harry war stimmt, das, ja, glaube das ist doch ich. Jahre her, Alter, oder? Richtig. 10 mindestens, oder? Ja, aber Da waren viele. hier habt ihr es zuerst gehört, liebe Leute. Da waren viele noch gar nicht geboren, die heute als Indianer zum Fasching gehen. Nee, also wegen dem Punkt, das ist verletzend und so. Aber, Also mag ja sein, und da komme ich auch noch gleich dazu, ich habe auch noch einen Weiß-Artikel gestern gelesen, wo ein tatsächlicher Indianer sich zu Wort gemeldet hat. Denn, Ist das nicht wie mit der Debatte über die Behindertenwitze und über Schwarzenwitze? Darf er das? Ist es nicht viel wichtiger zu sagen, wir schließen alle ein? Und sollte man nicht auch den Indianern erlauben, zum Fasching als Deutsche zu gehen? Das verbietet ja auch keiner so. Und das ist ganz einfach, wenn du sagst, diese eine Rasse, Spezies, Kultur, was auch immer, darfst du nicht, dann ist das doch viel rassistischer. Wenn da kommt irgendwie, weiß ich nicht, ein Astronaut oder ein Deutscher oder keine Ahnung, machen wir es so, kommt ein Kind als Bayer, ja, verkleidet sich in Lederhose und so, Ja. und dann kommt einer als Holländer in Orange, Holzschuhen. in Holzschuhen, und dann kommt einer als Russe mit Wodka und schlechten Zähnen und Multikulti, sage ich ja, nur. Das so, und dann kommt einer im Indianerkostüm oder im indigenen Kostüm, und dann sagen die, nee, das geht zu weit, also das darfst du jetzt nicht. Jetzt verletzt du aber So. ihre Kultur, weil du keinen Indianer gefragt hast Ja. vorher. Und da wird es dann halt für mich rassistisch, ganz einfach. Ja, das ist natürlich, das ist der eigentliche Rassismus und auch die Definition von Diskriminierung letztendlich auch. Wenn du sagst, oh, ich darf alles machen und das darf ich jetzt nicht machen, dann diskriminierst du. Und solange du als Indianer dich nicht verkleidest und irgendwelche schlechten Eigenschaften in den Vordergrund stellst, wenn du sagst, irgendwie, weiß nicht, was macht denn Indianer, was schlimm ist? Gibt es Naja, irgendein alles. Also Vorurteil, was. die schneiden sich gegenseitig die Haut ab, die Ah. Vorhaut bestimmt auch. Dann töten die den weißen Mann, die Stimmt. alten Rothäute. Ja. Also, Also doch vergleichbar zum Nazi-Kostüm. ja, eigentlich schlimmer. Eigentlich, wenn man es so sieht, die haben so viele Weiße bestimmt auf dem Gewissen. Also da kann man schon die mit Hitler gleichsetzen. Bestimmt doch mehr Ja. als Deutsche Ja. jemals hätten umbringen Die haben können. eigentlich, also die waren der Original Holocaust, Leute. Ja, Nee, Glückwunsch. waren sie halt wirklich, so andersrum gedacht, ne? Die haben schon gelitten. Da kann man schon sagen, okay, kann man ein bisschen sensibel sein, aber das geht zu weit, Das wie sind die gesagt. Juden Die, Amerikas, meinst du? ja, die Kinder als Politikum zu machen. Und ich habe mir wirklich überlegt, wenn du, dann sollte man so Greta eine, Thunberg. Wie man heißt sollte die? so eine Gegenbewegung machen und dann wirklich nur Kostüme von Leuten, die man eigentlich scheiße findet, so anziehen.
Da geht man halt als Priester, der hier unten so ein kleines Kind an der Unterhose kleben hat. Aber ist ja nicht Halloween so ein Ding? Naja, als Gruseliges geht man da. Kommt ja hin. Nimmt man auch den Vatikan-Priester. Aber könnte man ja vielleicht einführen, dass man zum Fasching Sachen macht, die gut sind, und zum Halloween Sachen anzieht, die schlecht sind. Aber das Ding ist ja, Indianer sind ja gut für uns. Ja, wie gesagt, wir mögen die. Ich bin ja einfach sehr liberal, also ich kenne wenig keinen. Verbote, ja, und sagen wir, okay, es ist auch ganz schön zusammengefasst in einem Tweet geworden, den ich jetzt einmal zitieren möchte. Der gute Matthias Franke hat geschrieben: Der Sinn dieser Aussage erschließt sich wahrscheinlich nur Ihnen. Ich gedenke jetzt erstmal den 5 Indianern, die gerade weinend hinter ihrem Tippi sitzen, weil der 6-jährige Heinz zum Fasching geht. Das fand ich sehr witzig. Ja. Daraufhin wurde aber dieser Weiß-Artikel verlinkt, wo ein tatsächlicher Indianer sich zu Wort gemeldet hat. Und, also ein echter, der jetzt da wohnt in den USA, oder? Er kommt aus den USA, ich glaube, er ist mit 22, also er ist irgendwann hier nach Deutschland gezogen, so. War dann in Köln und konnte das nicht genießen, denn er meinte, also ich fasse jetzt seinen ganzen Artikel in einem Satz zusammen, weil das ist gut, wenn man das nicht... Er sagt, solange der Karneval Indianerkostüme akzeptiert, weiß ich, dass er mich nicht akzeptiert. Und ich habe diesen Artikel gelesen. Oh Mann. Ich habe diesen Artikel gelesen. Ich konnte einige Punkte ja nachvollziehen. Also, dass man da vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen haben könnte, ja, dieses mit 500 verschiedene und dass nicht jeder Indianer so aussieht. Er sagt halt, diese Federn an seiner Mähne, da muss man sich teuer verdienen und so. Und zum Fasching laufen sie alle mit vielen Federn rum und man versteht die Kultur nicht und die Religion dahinter und so weiter. Da ist halt das Ding, dieser Schluss, den er zieht, ja, solange der Indianer, also dass er nicht akzeptiert wird. Er hat halt das in Amerika. Das ist traumatisierend, aber stark. Er hat in Amerika mit Rassismus leben müssen. Da haben die Leute tatsächlich irgendwie gesagt: Scheiß Indianer, scheiß Indianer. Ich kann mir vorstellen, dass das da nochmal was anderes ist, weil es halt da vor Ort ist und es immer dumme Leute gibt. Ja. Du findest auch jemanden hier, der irgendwie sagt: Dumme, schöne Frau, was weiß ich, dann geht man halt auf Blondine oder so. Ja, wenn man nichts findet, findet man trotzdem irgendwas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland sehr viele irgendwie dumme Indianer, ich glaube, die würden das gar nicht raffen, die würden eher sagen, hey, das findet doch gar nicht statt. Über das Mittelmeer hergekommen oder was? Das findet doch gar nicht statt. Ich glaube, dass selbst so eingefleischte Neonazis sich beim Wort Indianer eher denken, ach krass, Flashback in meine Kindheit, ein Indianer, ist ja spannend. Ja. So, die hassen vielleicht Juden und die hassen vielleicht Flüchtlinge, aber Indianer sind doch positiv besetzt in unserer Kultur. Richtig. Von Kind an. Ich habe dann tatsächlich auch überlegt, was könnte ich mir mal ausdenken? Worin bin ich denn eine Minderheit? Ja. So, weil ich möchte das einmal nachvollziehen können. Also eigentlich ist das meine Minderheit. Ich habe nichts, was mich irgendwie zur Minderheit macht. Das macht mich bestimmt zur Minderheit. Ich fühle mich da so ein bisschen unterdrückt, weil jeder hat irgendwie was ihn einzigartig macht und worüber sich dann beschweren kann gesellschaftlich. Ich habe sowas nicht. Ich finde einfach nichts. Ich würde es einfach einmal fühlen wollen, um dann zu sagen, ja, lass mich doch, also es ist doch mir scheißegal. Ich habe auch einen Namen für deine Minderheit. Ja. Mehrheit. Scheiße, ja, stimmt. Mit der also was ich sagen möchte, ne, ich habe da Respekt vor indigenen Völkern. Ja. Aber, den Schluss zu ziehen, dass Leute nicht akzeptiert werden, weil man irgendwie, ein Klischee behaftet, ein Stereotyp abbildet. Es gibt so viele andere Stereotype und ich weiß nicht, damit muss man einfach leben können, finde ich. Ich glaube, da wir in Deutschland leben, sollten wir einfach einführen, dass Kinder, die ein Indianerkostüm sich zulegen und es sich anziehen, vorher eine Erklärung unterschreiben. Ah, okay. Also nicht direkt an die Wand stellen, sondern erstmal, dass sie eine Erklärung unterschreiben. Ich akzeptiere, dass es 500 verschiedene Indianerstämme gibt. Ja. Ich wurde aufgeklärt darüber, wie vielschichtig die Kultur ist. Ja. Ich habe nichts gegen Indianer, aber dann unterschreibt man quasi. Ja. Dann dürfen die das tragen, mit einer Genehmigung. Aber es muss auch, wenn sie dann irgendwie eine Äußerung machen wie, ey, ich bin der beste Indianer oder sowas, ja, dann aber direkt Strafe zahlen. Direkt. Ach so, direkt hier in so ein Lager. Ins Gefängnis, genau. Okay. Ins Kindergefängnis. Gut. Zu den Kinderpolizisten. In den Vatikan rein. In den Vatikan. Ja, Strafe muss sein. Ja. Oder man macht es sogar so, ganz so, dass man erstmal eine Genehmigung beantragen muss bei den Indianerstämmen, bei den jeweiligen, bei allen. Bei allen, bei allen. Ja. Und zwar zur selben Zeit. Und zwar ungefähr mit einem Jahr Vorlauf mindestens. Dass man fürs nächste Jahr beantragt, mein Sohn Harald... Nee, also das gibt's da nicht. Da muss schon das Kind vor Ort hin, weil
Das Kind muss was lernen, ja. ja. Und die Unterschriften selber erstmal einholen in den Stämmen. Das ist echt der Punkt, ne? Die Kinder, die sind einfach viel zu jung, um irgend sowas zu raffen. Und es gab ja auch tausend irgendwie Studien und so, wo dann Kinder gefragt wurden, hey, merkst du einen Unterschied zwischen den Leuten, die da irgendwie gezeigt werden? Und das sagt dann, ja, der ist groß, der ist klein. Und dann standen halt ein Schwarzer, ein Chinese, was weiß ich, solche Leute. solche Leute. Solche Leute. Ja, und das Kind sagt halt, ja, der ist groß. So, und ja. merkt aber so die Unterschiede von wegen Hautfarbe oder sowas überhaupt nicht. Ja. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Kind zum Rassisten wird, wenn es mal irgendwie mit Federhut umherläuft zum Fasching. Ja, das gibt's doch. Also ich meine, wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, was für Kostüme ich und meine Schulfreunde so getragen haben damals oder auch was man heute noch so trägt. Da gibt es ja Cowboys zum Beispiel. Und da frage ich mich immer, fühlen sich denn dann auch die heutigen Cowboys davon diskriminiert? Ich glaube nicht, dass irgendeiner auf irgendeiner Pony Ranch sagt, der Hut ist viel zu groß, ich trage so einen Hut nicht, das ist doch ein Vorurteil. Ja. Mein Hut ist braun und ich weiß. Oder so. Ja, nun gut, das Thema ist schon viel zu lang. So lange. Aber es regt mich auf. Was noch viele Leute aufgeregt hat, war der gute Hashtag Lügenmoney. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das nur mal kurz als Nachtrag. Ich will nicht hier wieder den großen Artikel 13 Podcast machen, weil da können wir Wochen füllen damit, ja, aber ja. Das ist ja dann langweilig. Money ist in dem Fall Manfred Weber, einer, der gesagt hat, also es gab ja Demos das letzte Mal, so Spontan-Demos. Da haben die Leute gesagt, hier, wir wollen jetzt aber bitte nicht, dass ihr das vorverlegt. Und dann hat der Manfred als wichtige Knackpunktperson in dieser ganzen Debatte gesagt, nee, das machen wir nicht, hat er zum Fernsehen gesagt. Euer Protest hat quasi was gebracht. Wir wollen das nicht mehr oder so. Und dann am nächsten Tag kam aber raus, dass also ist von der CSU, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, und die wollten dann das doch. So. Hat natürlich keiner befürwortet. Aber trotzdem haben sie quasi nach außen gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und dann am nächsten Tag quasi im Parlament hieß es, yo, wollen wir nicht dann doch hier das vorverlegen? Und alle haben Nein gesagt. Und dann ist der Hashtag Lügenmanie entstanden. Es gibt ja auch die erste Landesregierung, ich glaube von Schleswig-Holstein, die aus Grüne, FDP und CDU bestehen. Auch die sagen immer noch, dass der Artikel 13 unverhältnismäßig ist. Und dass sie das EU-Parlament bitten, einfach dagegen zu stimmen. Trotz CDU, also es ist nicht überall so, dass die CDU dafür ist. Okay. Ja, es bleibt ja weiterhin spannend. Ja. Bis zum 23. ist ja noch Zeit, dann sind erstmal die Demos. Können ja die Zuhörer hingehen, wenn sie möchten. Stimmt, am 23. Ja. An dem Tag möchte übrigens Wikipedia auch aus Protest ihren Betrieb einstellen für einen Tag. Das finde ich fair. An dem Tag nicht auf Wikipedia gehen kann. Also wenn ihr Hausarbeiten habt oder Hausaufgaben, dann bitte macht die einen Tag vorher. Also ihr habt's gehört, Leute, geht alle auf die Straße, protestiert gegen Indianerkostüme. So ist es. Indigene Völkerkostüme, man ja. will ja hier, ne? Und eine andere unterdrückte Minderheit. Frauen. Ja. So, wir hatten ja den Weltfrauentag. Gestern. Das ja. Also so wenn die Leute das hören, vorgestern. Ja. Wenn ich nicht abkacke und das nicht hinbekomme, pünktlich hochzuladen. Aber vorgestern war der Weltfrauentag. Was hast du denn Gutes für die Frau getan? Außer deiner Existenz. Ich habe gestern schon zu meinem Kumpel gesagt, dass ich keine Frau schlagen werde an diesem Tag. Ich werde mich hüten, irgendeine ja. Frau tätlich anzugreifen, was mir auch nahezu gelungen ist. Ja. Es wurde zunehmend immer schwerer im Verlauf des Abends. Ich meine, gestern hatten wir auch eine Frauenquote von 60-70% hier, als wir gezockt hatten. Wir waren ja echt nur vier Männer und drei Frauen. Genau. Kommt hin, ja. Ja, weil als wir kamen, waren wir, glaube ich, mehr. Stimmt, das war noch bevor Nico kam. Ah, stimmt. Da waren wir mehr Frauen. Hast du dich da schlecht gefühlt? Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, ja. Ich habe meine Genitalien so ein bisschen verdeckt und ich habe meine reingezogen. Ja, auf jeden Fall ich auch. Verkümmert ein bisschen. Beide Hoden eingezogen und, ja. und ich habe mich so weiblich wie möglich verhalten, damit ich nicht auffalle. Ja. Und damit du einfach, das machst du ja, damit den Tag auch mal für dich ja, machen kannst. Genau. So asozial bist du. Natürlich, ich will auch einen Feiertag haben. Hm. Und Blumen kriegen. Männertag, Bollerwagen und rumziehen. Bin ist das ich so voll dein? Der ich Typ, auch. Aber also, absolut, das wirklich, ey. Also mache ich eigentlich jeden Tag, aber seit meinem vierten Lebensjahr immer Indianerkostüm. Jedes Jahr laufe ich durch die Dörfer und besaufe mich da alleine. Genau.
Okay, ja, der Weltfrauentag war, ist ja eine schöne Sache auf jeden Fall. Ich fasse das mal zusammen mit einem Tweet von Shirin David, die ja, naja, man kann sagen, ist eine Frau, obwohl man das langsam nicht mehr erkennt, weil die hat einiges an sich machen lassen. Ich weiß nicht, ob du dieses neue Video gesehen hast von ihm, die hat ein Musikvideo gemacht. Ich weiß nicht, wer das ist. Shirin David hast du noch nie gehört. Keine Ahnung. Also, pass auf, kurze Storytime. Es gibt den Simon Desue, den kennst du. Ja. Der hat unnötig. Genau. Ja, man sieht, dass du ein Dinosaurier bist, denn das ist 10 Jahre her oder so. Der hat Shirin David damals groß gemacht. Ich habe es nur ganz wenig am Rand mitgekriegt, habe dann gedacht, ja, das ist halt eine wie alle anderen, aber die ist ja mittlerweile ultra bekannt. Die ist auch jetzt gerade in der Jury von DSDS. Dafür macht sie heute wahrscheinlich seinen Pimmel groß. Wahrscheinlich. Mein überhaupt nicht, denn die hat sich so einen Kim Kardashian-Arsch gemacht. In ihrem Musikvideo liegt sie mit dem Rücken auf dem Boden. Ja. Ja. Und der Arsch ist nicht wie ein Arsch, sondern es ist so wie so Ruder an der Seite. Ja. Das ist ganz, ganz eigenartig. Ich meine, wenn es ihr gefällt, von mir aus, mich spricht das jetzt leider nicht so sehr an. Aber darum soll es auch nicht gehen. Wie gesagt, Shirin David hieß damals. Nee, ich glaube, hieß die anders? War das die? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat Simon Desue irgendwann mein Video gemacht. Hier, das ist übrigens die. Abonniert die mal. Das ist auch schon wieder 4, 5 Jahre her, glaube ich. Mhm. Der hat ja mittlerweile da eine andere Freundin. Also ich glaube, die waren damals zusammen. Ich weiß es aber nicht. Haben auf jeden Fall Videos zugemacht. Und heute sitzt sie in der Jury von DSDS. Macht einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Und besteht zu 90% aus Plastik. Ach, so. Schön für sie. Und die hat getweetet gestern zum Weltfrauentag. Gib ihm... Ja, ihr neuer Song heißt. Zum Weltfrauentag ist die Nummer 1 der offiziellen deutschen Charts weiterhin weiblich. Ed Sheeran David verteidigt ihre Spitzenposition aus der Vorwoche. So, dann nutzt sie direkt den Weltfrauentag, um wirklich Wichtiges zu tun, nämlich ihren Song weiterhin zu promoten und zu sagen, hey, mach doch mal was. Ach, ist der weiter? Die ist Platz 1? Die ist Platz 1 seit mehreren Wochen. Ich wusste gar nicht, dass Frauen in den Charts stattfinden dürfen, aber freut mich für sie. Ja. Oder für ihn, ich weiß nicht. Ob ja, da hat die Frau einfach viel für gekämpft und deswegen. Das ist auch, das kommt der Menschheit auch jetzt zugute, dass dieser Song ganz oben ist. Ich weiß nicht, ob du den mal zwischen Tür und Angel... Vielleicht zufällig, keine Ahnung. Ich kann dir mal schicken, also der Refrain ist ungefähr, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, ja. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ah, ja. Das ist ganz großartig. Also ich habe einen kleinen Wiederholungsfehler gemerkt, aber ansonsten fand ich es lyrisch sehr ansprechend. Man muss halt die Message auch einfach home hämmern. Also sie will ja, dass man ihm was gibt. Ja. Letztendlich. Und da gibt es natürlich auch witzige Memes, die darum entstanden sind. Zum Beispiel... Shirin David beim Plastikchirurgen, hey, wollen Sie Implantate in Ihren Hintern haben? Gib ihm. So, ist ganz witzig. Wie gesagt, kann sie gerne machen, muss er aber bitte nicht. Vielleicht muss, also, das ist wirklich ganz eigenartig, wie sie auf dem Boden liegt und man ihren Arsch, man sieht ihre Arschbacke von der Seite, während sie da liegt. Das werde ich mir mal aus Investigationsgründen nachher zu Hause mal anschauen. Ja. Dann aber ist der Frauentag nicht überhaupt... unzeitgemäß zu Zeiten, wo die Menschen begreifen, dass Geschlechter ja nur ein Konstrukt sind, ein Konstrukt der Gesellschaft. Das ist ja schon wieder diskriminierend, ne? Ich sehe da einen großen Penis. Ja, das höre ich öfter. Das ist ja wirklich dann schon wieder diskriminierend zu sagen, hey, Frauentag, Männertag. Ja. Also warum bald nicht Menschentag? Bald gehen uns die Tage aus, wenn es so weitergeht. Obwohl, wenn wir dafür sorgen, dass alle diese verschiedenen Geschlechter, die man bei Facebook angeben kann, wenn die einen eigenen Tag bekommen. Wie, warte mal, gibt's da schon mehrere? Ja, schon lange. Aber man merkt, du bist ein Dinosaurier. Bei Facebook gibt es schon seit, 5 Jahren oder so ganz viele Geschlechter, die man angeben kann. Viele? Ich dachte, da gibt es vielleicht auch diverse, was ich ja völlig in Ordnung finde. Ich dachte, das waren auch irgendwie eine dreistellige Zahl oder so. Oha. Halbwissen, ich weiß nicht wie viel. Jedenfalls, stell dir mal vor, für jedes Geschlecht einen Feiertag in Deutschland. Das wäre großartig. Ich würde es machen mit jedem. Sag mal, war gestern auch, gestern war doch nicht frei, oder? Nee. Aber zum Männertag ist frei. Selbstverständlich. Ja. Nein, das ist Logikfehler, weil Männertag ist eigentlich Vatertag und Muttertag ist ja auch frei. Das heißt, es gibt keinen Männertag. Es gibt, glaube ich, keinen Männertag. Was ist denn das? Also ich glaube, ich habe gerade was gefunden, wo ich unterdrückt werde. Ich bin da an was dran, an was ganz Großes. Ja, ich habe meine Hand in Tinos Hose. Scheiße. Na gut, mir kam auf jeden Fall noch ein kleiner Gedanke dazu. Die Frauen fordern ja immer wieder, dass sie abends keine Angst haben wollen müssen. Müssen wollen. Mhm. Was?
dass wenn sollen, wenn sie auf der Straße unterwegs sind. Und da denke ich mir eigentlich, ja. Schisser. Ja. Naja, das Ding ist ja folgendermaßen, wenn immer wieder gesagt wird, der böse Mann, der rennt, jeder Mann rennt nachts vergewaltigend umher. Prinzipiell. Da kann man ja nur Angst kriegen, so. Ja. Wenn man aber dem entgegenwirkt und vielleicht das nicht mehr so promotet, ja. In jeder Herde gibt es so ein, zwei schwarze Schafe. Ja. Du kannst noch so... Oder bei Schwarzen gibt es auch mal weiße Schafe. Jetzt ein bisschen Real Talk, aber du kannst, ist natürlich nur meine Meinung, ja, ihr mit euren Fakten. Aber du kannst, glaube ich, so hunderte Jahre irgendwie Propaganda, sage ich schon, machen, dass du sagst, hier, vergewaltigen ist schlecht und die Frau ist viel wert. Und das ist ja auch alles gut. Aber ich glaube nicht, dass du verhinderst, dass irgendwie Leute asozial, kriminell, Vergewaltiger oder sonst was gehen werden. Der Punkt ist ja auch, das wurde auch schon öfter irgendwie herausgestellt, dass Vergewaltigung nicht viel mit Sexualität zu tun hat, sondern was mit Macht. Und das wirst du wahrscheinlich nicht aus den Menschen rausbekommen. Zumindest aus einem kleinen Teil. Weil es wird halt immer. Aus dem Penis vor allem. Ja. Es wird immer irgendwie Leute geben, die. Ja, vergewaltigen, meinst du? Ja. So. Genauso wie es auch bestimmt immer Frauen geben wird, die irgendwie mal Männer unterdrücken, gibt es ja genauso gewalttätige Beziehungen, wo die Frau. So. Das stimmt tatsächlich. Es wird so ein bisschen weniger ernst genommen, wenn Frauen und Männer in der Beziehung schlagen. Es ist halt beides schlimm. Also ich finde es ist beides einfach durch Arschlöcher und Arschlöcher wird es halt immer geben. Ja. Und das ist der Punkt. Also wenn man sich vielleicht kollektiv von der Meinung verabschieden kann, dass es möglich ist, komplett alle Verbrechen irgendwie zu verhindern, präventiv durch Aufklärung, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also dann weiß ich nicht. Also vielleicht in einem anderen System, aber System, also gerade alleine, wenn man kein Geld hat, klauen zu gehen oder so, da fängt es ja schon an, dass man auf die schiefe Bahn kommt. Und da ist es ja nur ein kleiner Schritt vom Diebstahl bis zum Raubmord zur Vergewaltigung. Es gibt immer zwei Seiten letztendlich. Ja. Bei Verbrechen. Stimmt, also deswegen seid mal ein bisschen empathischer, was die Verbrecher angeht. So ist es. Können wir direkt zum nächsten Thema überleiten. Verbrecher. Eine große Verbrecherin ist ja die gute Greta Thunberg. Ah, absolut, ey. Die Leute anstiftet, einfach die Schule zu schwänzen. Also da sollte man mal ganz gepflegt die Kniescheiben raustreten. Kannst du aber wissen. Die wurde aber jetzt tatsächlich ausgezeichnet. Als und Frau des Jahres, ne, oder sowas. Richtig, hast du mitbekommen. Aber ist in Schweden, schon, innerhalb von Schweden. Ist sie schon eine Frau? Oh, da können wir aber jetzt diskutieren. So. Aus gesetzlichen Gründen ja. Ich weiß nicht, in Schweden war, glaube ich, das Consent-Alter, also wo Kinder angeben dürfen, ja, bitte schlaf mit mir. Ist, glaube ich, auch relativ niedrig. Hat sie erreicht schon, ja. Na, sie ist ja 16. Und in Deutschland, ach so, soweit ich weiß, irgendwie 12 oder so. Nee, sie ist sehr, ja, also sie sieht halt ein bisschen jünger aus. Muss man dazu sagen, sie hat ja auch irgendwie Asperger. Soweit ich weiß, was in der Form von... Das wusste ich auch nicht. Da regt sich gleich was in Tinos Hose. Ich muss gleich los. ist ja so eine Unterform von Autismus, soweit ich weiß. Ich glaube, deswegen sieht sie vielleicht auch so ein bisschen jünger aus. Wobei ich da sagen muss, das ist eine von den 16-Jährigen, die mal aussieht wie eine 16-Jährige. Stimmt. Das ist ja heutzutage ist ja ganz schlimm. Durch Leute wie Shirin David sehen die 16-Jährigen ja jetzt schon aus wie 25. Ja, die Grenzen haben sich verschoben so ein bisschen. Ja. So, und die wurde ausgezeichnet zur Frau des Jahres. Ich weiß nicht genau, ob das letztes Jahr bedeutet oder dieses Jahr, das habe ich nicht gerafft. Ich war dann zu müde zum Recherchieren. Das macht ja auch keinen Unterschied letztendlich. Nee, aber wenn es dieses Jahr ist, fände ich es ein bisschen frech. Weil es könnte ja noch eine Frau daherkommen, die... Es ist viel zu früh, meinst du? Ja, eben. Es könnte ja noch eine daherkommen, die Indianerkostüme weltweit verbietet. Oder Indianerinnenkostüme. Ja, das stimmt. Nächste. Und dann wäre das vielleicht gerechtfertigt. Ich weiß gar nicht, ob diese Preise an einem bestimmten Tag verdient werden. Und dann sagt man, okay, heute ist der 3. März und, und heute sagen wir, fürs ganze Jahr ist jetzt hier die Greta Thunberg jetzt die beste Frau. Oder die warten ab und dürfen einmal im Jahr sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt wird es nicht besser. Ab hier geht kein Weg mehr dran vorbei. Ja. Also die Greta ausgezeichnet, finde ich auf jeden Fall gut, aber ist halt, wie gesagt, nur innerhalb von Schweden und ich kann mir vorstellen, dass sie in Schweden wirklich eine richtig große Nummer ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, innerhalb von Deutschland kriegt man, glaube ich, nicht so viel darüber mit, wenn man sich nicht aktiv damit beschäftigt. Ja, also ich krieg sie schon sehr viel mit durch Heute Show und durch meine Facebook-Timeline und es gibt viele, erschreckend viele, die sich so aufregen über sie, dass sie teilweise nach Argumenten suchen, um sie schlecht zu reden, ja, Sie fordert dazu auf, dass Schüler die Schule schwänzen. Und der Meuthen hat sogar gesagt, das wäre irgendwie
eine Art Vergewaltigung und so, was sie da macht. Und sie ist ja wie die Führerin einer neuen... Oh, wenn man das Wort irgendwas. Führer verwendet, du, aber dann brennt sofort die Buchse. Also er hat jedenfalls eine ganz komische Rede gehalten über die, ich glaub, ich hatte das gesehen. Thunberg und das war ganz ekelhaft. Ich glaube, also wenn das der war, ich habe nur so einen Ausschnitt gesehen, habe nicht gerafft, wer das war, also ist auch schon wieder her. Da hat er richtig rumgebrüllt fast. Wir brauchen keine Leute, die Schule schwänzen. Ja, das könnte ja gewesen sein, mit so einer Brille, ein älterer Mann. Ja, ja, gut, Politiker, älterer Mann. Ja. Alle. Es können nicht alle so knackig sein wie Philipp Amthor. Ja. Von der CDU. Gut. Also, ich find's gut. Mal gucken, was noch draus wird. Ich hätte mir gewünscht, es hätte es auch zu meiner Schulzeit gegeben, dass man während der Schulzeit demonstrieren darf. Das stimmt. Was heißt darf? Einfach machen. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Also außer erstmal privat so zum Gucken auf dem Schulhof, aber sonst bin ich halt nicht. Also Leute, geht zur nächsten Freitagsdemo, setzt euch vors Parlament und sagt, hey, keine Indianerkostüme mehr. Richtig. Und geil, schulfrei. Vor allem die Frage ist ja auch, welche andere Frau wär's denn außer sie? Fällt mir keine ein. Mir fallen insgesamt keine relevanten Frauen ein derzeit. Ja. Viele nennen ja immer Marie Curie. Mhm. Aber die war so blöd, die ist durch ihre eigene Erfindung gestorben. Mhm. Weißt du, das ist ein bisschen auch Darwinismus, so ein bisschen. Ja. Naja, also ich würde ja die Fahne hochhalten und da muss ich jetzt vorsichtig sein, dass uns nicht unser Brennpunkt abgebrannt wird. Ja. Ja? Aber die Merkel... muss weg. Ist schon so ein Reflex, ne? Ja. Das ist wie morgens aufstehen, Hitler groß. Also ist wirklich, das ist ein Reflex, wenn man Merkel hört. Es ist wirklich schlimm. Nee, aber ich habe schon öfter gesagt, ich bin kein Fan, ich war nie ein Fan. Aber so ein bisschen, ja, wenn ich so denke, ach, irgendwann die Merkel weg, da ist auch so, das ist auch so ein Stück Heimat jetzt geworden, so ein Stück Heimatgefühl. Man ist groß geworden, ne, mit Merkel. Ich weiß zwar noch, wie damals Gerhard Schröder Bundeskanzler noch war. Ich hatte auch diese CD von, also nicht von ihm selber, aber von diesem Double, diese Parodie, genau, die Gerd-Show. Hm. Und war dann ganz traurig, als es Merkel geworden ist, weil ich dachte, jetzt kommen keine coolen Alben mehr raus von Gerhard Schröder. Und seitdem, wie alt war ich denn da, 5 oder so oder 6, seitdem ist Merkel die Bundeskanzlerin. Und ist das so lange her? Nee, warte mal, also ich war mindestens 5. Klasse. 2005 wird sie gewählt worden sein. Da war ich in der Grundschule. Da war ich älter wahrscheinlich, ja. Vielleicht nicht. Aber trotzdem im Kindergarten noch. Bei dir. Ja, stimmt, ja. Ich war sehr lange im Kindergarten. Ich bin erst vor einer Woche eingeschult worden. Aber erfolgreich. Ja. Ich durfte auch mal deine Zuckertüte anfassen. Mhm. Nee, ich weiß nämlich noch, ich habe die Verabschiedung von Schröder gesehen im Fernsehen bei einem Kumpel, den ich aber erst seit der 5. Klasse kenne und war bei dem zu Hause. Ja, aber wie gesagt, mal gucken, was passiert, wenn kein Merkelchen mehr da ist, ob dann Europa auseinanderbricht. Das fände ich halt nicht so gut. Ich glaube halt, das wird nicht besser. Guck dir doch mal die Witzfiguren an, ja. So Jens Spahn kannst du eh vergessen. Hm. Den kannst du ja sparen. Den kannst du ja echt sparen. Ja. Dann gibt es Friedrich Merz. Wäre noch eine Nummer 2. Ich glaube, der feiert gerade Monatstag. Ich denke auch. Mhm. Und der ist halt, der gibt, kann nicht mal zugeben, dass er Millionär ist. Also der ist so ein richtiger Bonzenarsch. Mhm. Satire. Oh, du Bonze darfst du aber nicht sagen, nee, glaube ich. Er ist ein Arsch. Ja. Und dann gibt es noch Annegret Kramp-Karrenbauer. Kennt die an Maikantereit? Genau, Annemarie Kantereit kennt Annegret Kramp-Karrenbauer und Amanda Koy-Karrenbauer jedenfalls, die kann es auch in die Tonne kloppen, ja, was die jetzt wieder sich geleistet hat bei diesem, was war das denn, Fasching-Karneval, so eine Bündenrede oder so, genau, und jetzt sie über Intersexuelle lustig gemacht. Da gab es halt so einen ganz großen Shitstorm auf sie und eine Aufregung, wo sie dann gesagt hat, die Deutschen sind das verklemmendste Volk der Welt, obwohl die ja auch gegen Homo-Ehe ist, gegen das homosexuelle Kinder großziehen, und die sagt, die Deutschen werden verklemmt. Ich habe den Ausschnitt gesehen, der relevant dafür war und muss auch da wieder als Minderheit und unterdrücktes Volk, als weißer Mann, muss ich mich wirklich beschweren. Ja. Als Minderheit, als wirklich unterdrücktes Volk, muss sagen, es ist ja nicht nur für die Intersexuellen wirklich dramatisch gewesen, sondern sie hat ja auch gleich die Männer beleidigt. Sie hat ja gesagt, ey, das dazwischen ist für die Männer, die sich nicht entscheiden können. Ah ja, stimmt. Das impliziert ja, dass es Männer gibt, die sich nicht entscheiden und können. Und Frauen, die sich nicht entscheiden können, die gibt es viel öfter. Ja. Das rote Kleid oder das blaue Kleid? Herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag, liebe Leute. Ja. Das bildet und, sich eigentlich ein. Nee, also ich fand es natürlich jetzt nicht cool, aber ist vielleicht auch ein bisschen zu großer Outcry gewesen. Weiß ich nicht. Ja, aber das, also aber, ich feiere sie nicht als Person auf jeden Fall. Auch nicht als aber Politikerin. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht nachempfinden kann. Wie gesagt, ich würde es gerne. Sag mir mal, in was ich eine Minderheit bin. Ich kann nicht riechen zum Beispiel, davon gibt es nicht so viele. Ja. Aber das findet
das findet in den Medien leider zu wenig statt. Also da würde ich mich wirklich gerne mal drüber beschweren. Über Witze, über Leute, die nicht riechen können. Über den olfaktorischen, das olfaktorische Defizit, ja. Was du hast. Also hier, weißt du, in meinem Bekanntenkreis höre ich immer Widersprüche. Hm. Und weißt du, was ich dann mache? Ich schneide mir die Pulsader auf. Weil ja, das ist jedes ganz, Mal, ja. Das ist wirklich nicht witzig. So eine Sauerei jedes Mal. Weil, wie soll man denn mit Dingen umgehen? Mit Humor oder was? Also, bitte. Ja, immer diese Anspielungen und Spitzen gegen dich, so Smell ja und so, hm. Wir riechen uns und... Ja. Es ist wirklich... Oh, hier stinkt's, Robin... Ach, nee. Ja, immer diese Spitzen. Ja, also, das Thema ist abgesehen eben von kleinen Kindern, die aussehen wie Erwachsene und andersrum. Jetzt reden wir nochmal über kleine Kinder, die aussehen wie kleine Kinder und Leute das gut finden. Hm. Es gab diesen großen Skandal auf YouTube. Michael Jackson? Nee. Ja, nein, ist... Ich glaube, Michael Jackson und YouTube überschneiden sich gar nicht so sehr zeitlich. Ja. Nein, es gab so ein Video, oder es gab ein großes Video, wo dann nochmal aufgedeckt wurde, hey, hier gibt es ganz viele Kinder, die laden Videos hoch. Dann gibt es ganz viele Leute, die kommentieren da mit Timestamps, wo man vielleicht ein Unterhöschen sieht. Ah. Hast du vielleicht mitgekriegt. Hat so ein Typ gemacht. Also will ich jetzt gar nicht groß ausrollen, da gab es dann noch Keemstar, der gesagt hat, hier, guck mal, der ist gar nicht so cool, wo er auch Quatsch ist, weil nur weil der irgendwie, der hat auch mal so eine Art Prank gemacht, hat wohl zu einem relativ jungen Mädel gesagt, hey, wollen wir ein Porno drehen oder irgendwie sowas. Witzig. Ja, ja, Prank im Sinne von, ja, natürlich nicht so stilvoll wie Nosferatu TV, die man aufgrund ihres Stils sehr gut auf Patreon unterstützen kann. Und ist egal, lange Geschichte, war ein großer Hit, wurde auf Reddit zum Beispiel hart gehypt. Er hat nochmal drauf aufmerksam gemacht, obwohl es eigentlich ein bekanntes Thema war. YouTube hat auch ein bisschen was dagegen gemacht. Jetzt gibt es aber noch eine große Änderung, und zwar, dass die Kommentare bei Videos abgeschaltet werden sollen, die kleine Kinder beinhalten, damit das nicht mehr passiert. Denn wieder hier die Werbetreibenden haben sich beschwert, AAA, das sind monetarisierte Videos, AAA, da sind Pädophile drunter, die kommentieren, hey, guck mal da, geiles Höschen, will ich rein, das finden wir nicht gut und deswegen zack, keine Kommentare. Das ist ja wieder eine relativ radikale Lösung, ja. Ne? Ich weiß nicht, also es gibt halt wirklich, er hat das damals in dem Video, was er gemacht hat, dieser Typ, ich weiß nicht, es war so ein orangehaariger, noch so eine Minderheit. Ich weiß nicht, der hieß... Orangehaarig? Ja. Ich weiß nicht, wer hieß. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Es ist schon wieder das zwei Wochen her. Das ist ja auch schlecht. Das Thema hatte ich mal vor ein paar Wochen mir aufgeschrieben, dass es ja Kinder gibt, die ihre Familien ernähren. Hm. Wenn irgendwelche Kinder anfangen, YouTube zu machen oder Twitch zu machen und dann ihre Familien retten. Da gab es auch so ein paar Beispiele, ja. Dass die Eltern irgendwie total arm waren und Kinder verdienen Millionen. Genau so irgendwie, habe ich gelesen, ein 9-Jähriger ernährt seine ganze Familie... Und ein 7-Jähriger macht 22 Millionen im Jahr, indem er Spielzeug auspackt einfach. Ah ja. Gilt das denn schon als fällt das in diese Richtlinien rein? Sieht man ihn in diesen Videos? Ich weiß das gar nicht. Ja, natürlich, ich glaube schon, dass er diese Spielzeuge auspackt. Dann ist und andere Kinder das angucken, das ist ja auch Kindercontent. Und von meinem Bruder, die Freundin, die Tochter... Die guckt auch ganz gerne YouTube, aber diese Kinderversion davon. YouTube Kids. Die ist ja auch erst irgendwie 4 Jahre alt oder so. Und da lassen die halt so YouTube Kids laufen. Und wenn die auch mal kommentieren möchte. Diskriminierung. Das ist Diskriminierung. Also ich finde es gut, dass Kinder ihre Eltern ernähren, aber ich fände es tatsächlich... Ich glaube, auch hier viele gesellschaftliche Probleme würden sich besser lösen lassen, wenn sich die Familien von ihren Kindern ernähren. Indem sie einfach essen. Stimmt. Dann wäre auch dieses Problem gelöst, siehst du? Wenn keine Kinder heißt, keine Videos mit Kindern. Ich wollte erst positiv anmerken, dass man die Kinderarbeit endlich mal gefördert hat. Ja, die Kinderarbeitslosigkeit ist ja immens groß in Deutschland. Ja. Oder weltweit eigentlich, zumindest in den westlichen Ländern. Aber Kinder als Ressourcen auch zu sehen für den eigenen Teller. Das ist ein unangezapfter Markt, gerade hier, das stimmt schon. Da ist einfach viel zu holen. Aber aus artgerechter Haltung. Ich sag mal, wenn das vielleicht auch ein Markt ist, da findet sich bestimmt auch der ein oder andere Werbetreibende. Einfach, dass man ein Netzwerk macht. Weißt du, wenn die das auf YouTube einfach, gibt dann YouTube Kids, dann gibt es einfach YouTube Pedo, wo das erlaubt ist. Ja. Das wäre doch was. Dann das wäre ein Kompromiss. Können sich die nicht pädophilen Leute auch nicht stören. Da wären die Pedos unter sich. Genau, wir müssen sie nicht mehr sehen. So ist es. Problem gelöst. Alle kochen ihr eigenes Süppchen. Das wäre ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, als einfach zu sagen, nee, Kommentare aus. Da leiden ja auch die Kinder drunter letztendlich. Ja, die wollen ja auch mal irgendwie auf YouTube gehen können und Hate-Kommentare hören. Richtig. Jeder hat ein Recht auf Hass. Genau.
Gut, gibt es, glaube ich, nicht weiter zu sagen. Es ist eine radikale Lösung, aber... Aber apropos ungewöhnliche Liebschaften, hast du mitbekommen, das neue Video von Visca Barca, oder wie der heißt? Visca Barca. Visca Barca, genau. Stimmt. Ist, glaube ich, auch schon wieder eine Woche her oder so, aber... Bittere Trennung, er hat sich von seiner Schwester getrennt, nach vielen Jahren. Hm. Und zwar unter der Überschrift, Schwester hat mich finanziell ruiniert und hat mich in die Drogen getrieben. Ich bin sehr traurig. So ist das Video, Alter. Ich habe da drauf geklickt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel war. Es war halt irgendwie anderthalb Stunden lang und da habe ich mir gedacht, nee. Also, nee. Da hört für mich der Spaß auf. Ich glaube, das Video an sich, es hieß irgendwie anders, aber es wurde ganz viel berichtet drüber und da waren immer so Überschriften wie, Schwester hat ihn finanziell ruiniert und hat ihn in die Drogen getrieben. Das wäre wohl auch so die Zusammenfassung. Ich habe mir das Video zur Recherche natürlich nicht angesehen. Sehr gut. Und habe mir einfach gedacht, ja, wir greifen die wichtigste Botschaft raus. Er hat sich von seiner Schwester getrennt. Finde ich auch schade. Alles aus. Ich bin für mehr Inzucht im Land. Das heißt ja auch, der Muselmann kommt. Der Deutsche stirbt aus. Wenn wir einfach untereinander in der Familie ein bisschen mehr aktiv sind, können wir das verhindern. Wenn man sonst keinen hat, dann halt auf die Schwester springen. Meine Güte. Ja. Und habt euch nicht so. Zu dem Video kann ich echt nichts sagen. Also das ist es mir nicht wert. Brennpunkt hin und her, aber anderthalb Stunden auch noch so ein Video angucken, nur für euch Leute. Da habe ich eine bessere Idee. Ihr könnt nämlich seit neuestem auf PayPal 20 Euro spenden. Yeah. Angehangen, also PayPal-Link ist in der Beschreibung angehangen daran, ist euer Thema. Und dann könnt ihr euch in dem neuen Format Brennpunkt Hörerwunsch eine Stunde lang anhören, wie wir darüber reden, was ihr uns als Thema vorgeschlagen habt. Ein Beispiel gab es am vergangenen Mittwoch, da haben wir über das Thema Pokémon gesprochen. Oh, gutes Thema. Richtig, es ging über Pokémon-Zucht, wie würden Pokémon behandelt werden, wenn es sie wirklich gäbe. Realistisch betrachtet, gäbe es denn auch eine vom Sexlandschaft. Genau, vom Nutzvieh zum Sexsklaven. Genau, so hieß es, der Untertitel. Genau. Hat sich Benny so nicht gewünscht, der hat diese Frage eingesendet. Aber, ne, wir können ja nicht auf alle Gefühle eingehen. Richtig, wir wollten einfach mal seine Kindheit zerstören. Ich denke, das ist uns gelungen. Gut, so ist es. Anders, was zerstört wurde. Nicht die Kindheit, sondern die Zukunft von dem Herrn Paul Manafort. Aha. Hast du mitbekommen? Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist ein Mitglied von der Trump-Kampagne gewesen. Also die Election, wie sagt man, die Wahl halt, ne? Ist es nicht der mit dem Moore? Das ist Quatsch. Das war nämlich der Anwalt von Trump, der da befragt wurde. Okay. Es ist ja wirklich so ein Ring um Trump. Ja. Alle fallen nach und nach, aber er steht natürlich nach wie vor in güldenem Haupte. Und er wurde jetzt verurteilt zu 47 Monaten. Und da dachte ich erst, oh nice, schön, dass das da vorangeht. Ja. Ja, wofür? Tatsächlich mehr oder weniger für sowas wie Hochverrat, weil er wirklich, also das ist ja auch, haben wir jetzt auch schon öfter, Robert Mueller, der sich damit beschäftigt, der hat den jetzt seit 2016 auf dem Kieker und jetzt tatsächlich gab es das Urteil und da dachte ich auch, schön und dann habe ich aber Kommentare dazu gelesen und dann wurde mir erst klar, dass das ja wirklich krass ist, dass die Person nur zu 47, hat quasi sich gegen das ganze Land gewissermaßen verschworen, wie gesagt, Hochverrat. Aber auch wirklich, oder ist das nur die Begründung, dass er weggesperrt werden kann? Weiß ich nicht. Da hört meine Recherche auf. Okay. Ist auch egal. Leute, belest euch selber. Wir geben euch hier nur einen Crashkurs. Das muss reichen. Also es gab einen Mann, der kam ins Gefängnis. Warum und weshalb? Genau. Guckt auch mal selber nach, ja? Ja. Es gibt aber noch andere Gründe, warum man ins Gefängnis kommt. Zum Beispiel gab es einen Kommentar, der meinte, mein Schwager wurde für 5 Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil er Heroin besessen hat. Und da ist es dann schon ein bisschen unverhältnismäßig. 47 Monate, was ist das? Irgendwie knapp 4 Jahre? 3,93 Jahre. Das ist schon relativ wenig, muss man sagen. Dafür, ja, für Hochverrat. Es gab ja auch damals immer diese Kampagnen, ja, man bekommt für Filmraub 5 Jahre. Ja. Wenn man ein Kind vergewaltigt, nur 1 Jahr. Ja, ist ein bisschen albern. Dann auch noch der Gedanke dazu. Die Person, also der Richter hat gesagt, ja, bis auf dieses Vergehen
war diese Person eigentlich, hatte eine weiße Weste. Ja. So, oder es konnte ihm zumindest nichts nachgewiesen werden. Und da denke ich mir doch, naja, so eine Person, die jetzt so, ich sag mal, intrigant Politik betreibt, so wirklich offensichtlich, ich halte das für unwahrscheinlich, dass die durchs Leben geht und dann so urplötzlich sich denkt, oh, naja, jetzt werde ich mal kriminell. Jetzt Hochverrat. Wobei, es gab es ja auch bei Edward Snowden, da war ja auch sein ganzes Leben lang offenbar ohne irgendwelche Delikte. Meinst du, man sollte Paul Manafort also zum Märtyrer erklären, dass er sich für uns geopfert hat, damit wir jetzt Unterhaltung in Form von Trump haben? Ich weiß ja nicht, was der genau gemacht hat, was sein Hochverrat war. Naja, geplottet, Wahlbetrug, wohl auch mit dem Russen hier ein bisschen angebändelt. Ich dachte, er hat irgendwie, weiß ich nicht, Trumps Fernbedienung irgendwie ausgetauscht, so als Gag, oder hat die Pizza zu lange im Ofen gehabt oder den falschen Burger bestellt. Dass er jetzt, also falschen Bürger bestellen in Amerika, das kann schon. Ja, deswegen. Naja. Also Wahlmanipulation. Ja. Ah. Und für, also so für Trump quasi. Ja, für unsere Unterhaltung. Warum ist das kein Aufschrei? Warum wird das dem Trump und seiner Regierung durchgelassen? Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich. Ich frage euch. Auf der einen Seite ist es so super hart, was passiert. Ja. Auf der anderen Seite ist es noch viel härter, wie alle so. Also klar gibt es natürlich Leute, die das krass finden, und ich habe es ja auch immerhin mitgekriegt. Mhm. Ich bin selbst kein Amerikaner, deswegen betrifft es mich nur so halb, aber es ist natürlich trotzdem ultra krass relevant. Mhm. Aber so die Mehrheit interessiert es einfach nicht. Also die Trump-Wählerschaft sowieso nicht, weil die sagen, la, Fake News. Richtig. Die Medien machen uns fertig, aber wir schaffen das schon. Ich kriege ja immer die ermunternden Tweets von Trump in die Timeline reingespült. Fake News gegen uns, Fake News, keine Sorge, wir schaffen das schon. So, aber links und rechts fallen langsam seine Marionetten um. Vielleicht so in 2-3 Jahren merkt man dann was. Bis er selber umfällt, letztendlich. Ja, wenn dann nämlich seine Zeit zu Ende ist als Präsident und er dann in seinen wohlverdienten Urlaub geht. Die müssen doch jetzt wieder Wahlen haben, ne? Nächstes Jahr kann das sein, Ende nächstes Jahres oder so. 2020? Ja. 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 Übrigens, bei uns im Haus wird gerade gebohrt. Ich hoffe, ihr könnt es uns nachfragen. Genau. Es werden gerade Waffeln gebohrt. Ja. Wenn ihr einen Podcast ohne Bohrgeräusche haben wollt, müsst ihr schon 20 Euro bezahlen. Richtig. Gut. Aber nun noch zu einem schönen Thema, was ich vorhin angeteased habe im Vorgespräch quasi. Ja. Die Ärzte. Welche jetzt? Die Ärzte. Die musikmachenden Ärzte. Die wichtigen Ärzte. Ja. Die Ärzte des Punkrock. Ja. Sie sind offenbar zurück. Wir wissen alle, sie gehen auf Tour. Ja. Die Tickets waren ganz schnell weg. Ja, leider. Sie touren nur um Deutschland herum, also oder um die deutschsprachigen Länder herum. Amsterdam, hallo? So dumm. Wichser. Ja. Jedenfalls, auf ihrer Homepage gibt es doch ein Puzzlerätsel. Ja. Ach, wurde das jetzt aufgelöst, sag mal? Noch nicht. Okay. Aber es war ja ein Krimi, sag ich da, ein Krimi. Es waren, glaube ich, ich kann gerade nicht sehen, es waren Buchstaben jedenfalls, in einer gewissen Anzahl. Ja, die Leute haben gefürchtet, könnte es denn Abschied bedeuten. Ah, das der erste Buchstabe war A. Ja. Was könnte das heißen? Abschied passt rein, oh nein. Dann kam das B. Was kann passieren? Ja. Abschied. Dann ein S. Nein, sie verabschieden sich. Und dann kam ein T kam dann. Abschied? Kenne ich aber jetzt ohne T selber. Ja. Da gab es auch schon diese Songschnipsel quasi. Ja. Und da geht es auch um Abschied irgendwie so. Es war noch, bevor das T kam, gab es ja auch schon dieses Puzzleteil. Irgendwann ist es Zeit für alle zu gehen und so. Ja. Und alle dachten, nein, die Ärzte, sie gehen. Aber jetzt sieht es aus, als würde es abstrakt werden. Also abstra haben die jetzt, oder abstrakt. Abstrakt passt da rein? Ich glaube, das war eins zu kurz. Ich glaube, Abschied, pass mal auf, Abschied. Abschied sind 8 und abstrakt. Ja, die wissen nicht. Warte mal, nochmal. 1, 2, abstrakt. Scheiße, es kann doch sein. Ja. Und du wusstest noch nicht, wie viele Buchstaben es sind, weil in der ersten Zeile sind es irgendwie 7. Dann ist da unten noch irgendwie noch eine, so abgebrochen, so ein, nein, so ein Feld. Nein, das habe ich gar nicht gesehen. Und wir wissen jetzt nicht so richtig, wie viele sind es denn jetzt? Ist es vielleicht ein Ausrufezeichen oder was auch immer? Ein Krimi, sage ich dir. Ein Krimi. Ja. Ein Ärztekrimi. Da flackert das Fanherz natürlich. Ja. Voller Vorfreude oder voller Angst. Mittlerweile wahrscheinlich weniger Angst. Ich habe aber schon, also wirklich, ich bin jahrelang großer Ärztefan gewesen. Dito. Also bin ich auch heute noch, würde es nicht mehr als meine Lieblingsband bezeichnen, weil The White Stripes, da kommt einfach leider nichts ran. Tut mir leid. Aber gute Band, das Beste aus Deutschland, meiner Meinung nach. Und
Ich habe aber auch schon vor Jahren gesagt, naja, langsam sollten sie vielleicht so ein bisschen zusammenpacken. Ich fand schon das letzte Album nicht mehr so der Hammer. Auch. Das davor fand ich noch gut, Jazz ist anders, vor allem fand ich es geil, weil sie diese Economy-Version dann noch gemacht haben, um sich selbst zu parodieren. Fand ich richtig geil, das war für mich so Urärzte. Aber bei auch, da hast du gemerkt, dass das nicht mehr eine Einheit ist, so ein bisschen. Vielleicht haben sie zu viele Solo-Projekte gemacht. Man hat einen deutlichen Unterschied zwischen den Songs immer gemerkt. Und es hat sich sehr danach angefühlt, wie drei Leute bringen einfach ihre Songs zusammen und fertig ist. Ja. Und nicht, sie machen als Band Songs zusammen. So. Sie haben früher ja noch gemeinsam komponiert, so Schrei nach Liebe war ja so ein Gemeinschaftsprojekt von Bela und Farin. Da gab es viele Songs, die gemischt waren, ja, von allen dreien oder von zweien. Und seit den letzten zwei, drei Alben ist es ja echt so, dass irgendwie nur noch getrennte Songs zu hören sind. Und das mit dem Abtreten kam mir so ein bisschen auch, als ich Live-Aufnahmen gesehen habe, wie schlecht sie geworden sind. Also vielleicht musikalisch spielen sie besser, aber sie singen halt immer schlechter. Vor allem Farin. Aber ich finde trotzdem, dass die Songs besser werden. Ich gehöre zu den Leuten, zu der Minderheit übrigens, die neuen Sachen cooler finden als die alten Sachen. Okay, ja, da frage ich dich jetzt aber mal. Solche Lieder wie Tamagotchi, findest du richtig geil? Also das ist einer der schwächsten Songs meiner Meinung nach. Ja, das ist nicht ganz thematisch so stark. Absolut banal. Also gut, nicht wie früher Ärzte banal, ja, der lustige Astronaut, sondern einfach so, ja, also das hat auch keinen Unterhaltungsfaktor so. Aber ich will jetzt auch nicht nur, das war ein Song von Rod, ich will jetzt nicht nur gegen ihn haten, auch Bad Magnet von Bela fand ich auch schon echt nicht so geil. Ja, und da überlege ich mir lieber richtig geiles Abschiedsalbum, so ein richtig fettes Ding, vielleicht noch so ein Doppelalbum, ja. Tag und Nacht, damals war richtig gut, Geräusch. Sowas und dann einfach es auch gut sein lassen. Aber ich denke, wenn es eine Band gibt, die das so macht, dann wird es die Ärzte sein, die nicht wirklich, weißt du, bis 80 auf der Bühne stehen, wenn sie eigentlich vielleicht nicht mehr so viel zu sagen haben. Wobei ich das bei Farin schon finde, weil seine Solo-Dinger fand ich auch immer gut. Immer, ja. Aber als Band, naja, ist natürlich super geil, wie gesagt, ich feiere die hart, aber irgendwann sollte man vielleicht... Ist es Zeit zu gehen? Zeit zu gehen! Ja, das ist vielleicht schwierig. Wird natürlich das neue Album super geil, dann ändere ich meine Meinung wahrscheinlich. Wenn eins kommt, weiß es ja nicht. Ja, wenn eins kommt. Die haben ja jetzt erst auch dieses Seitenhirsch, Platzhirsch oder Seitenhirsch? Seitenhirsch. Haben sie veröffentlicht, auch mit ganz vielen unveröffentlichten Songs, die echt schlecht sind. Und also ich wünsche mir ein neues Album, aber es gibt auch Stimmen, die sagen, in meinem Kopf vor allem, die sagen, dass es nur eine Tour ist nochmal oder eine DVD oder sowas. Das wäre ein bisschen schwach. Ja, denke ich auch. Na, mal schauen. Also, aber das möchte ich auf jeden Fall. Sie sollen nicht abtreten, ohne nochmal ein fettes Album zu machen. Das fände ich wirklich. Oder mal eine fette Abschiedstour. Ja, also ein fettes Abschiedsalbum, wo das auch mal thematisch aufgegriffen wird. Ja. Das fände ich schon wichtig. Auch gerne nochmal politisch. Ich glaube, dass die letzten beiden Alben relativ unpolitisch waren, ne? Da war nichts irgendwie gegen Rassismus oder so oder gegen Aber Frauen. Ja, war früher halt auch nicht, ich weiß nicht, Kopfhaut. Guck mal, da haben sie auch über Indianer. Die sagen da selbst. Siehst du? Also, der Ärzte, Kreis schließt sich heute. Ärzte, bitte schafft euch ab. Ihr habt über Indianer Scheiß gesungen. Nazis. Da gibt es 500 Stämme, Farin-Urlaub. Bist du bescheuert? Die ziehen nicht alle die Kopfhaut. Das sind 490, wenn es hochkommt, die Kopfhaut von ihren Gegnern abziehen. Ja. Also bitte, reiß dich zusammen. Doch eine Nazi-Band, ich wusste es. Asoziale Scheiße. Erst Eva Braun und heute Indianer. Das ist wirklich ein... Wer muss noch alles leiden? Schlimm. Ich weiß, wer noch leiden muss. Unser letztes großes Thema, eigentlich habe ich noch mehr, aber die Zeit rennt. Es wurden kleine Tierchen aus dem Marianengraben gezogen. Ich weiß nicht, so ganz mikrobenähnliche, so ganz kleine... Was ist denn ein Marianengraben? Den kennst du nicht? Nein. Das ist der tiefste bekannte Punkt im Meer. Ah. Kennst du wirklich nicht? Also er ist mir nicht bekannt. Ist bei Japan, wenn ich jetzt nicht... Oder bei den Philippinen, ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Ist, glaube ich, 14.000 Meter tief. Ein bisschen mehr, 14.100 oder so. Halbwissend, ne? Und... da wurden kleine Tierchen rausgezogen, so kleine Fischlis und so. Ja, und für Tests... Und jedes einzelne Tier, was aus dem tiefsten Punkt des Meeres rausgezogen wurde, hatte Mikroplastik in sich. So, jetzt kommst du. Da wir ja im letzten oder weiß ich gar nicht, im letzten oder vorletzten sehr viel über Umweltbewusstsein und Natur und Fick die Natur. Du meinst, es sind jetzt die Auswirkungen von dem Plastikkonsum. Das ist ja immer so die Sache, die man nicht bedenkt, dass es... viel Plastikverschmutzung in den Meeren, bla, gibt irgendwelche großen Flaschen und
Einpackungsbla, aber die Mikroplastikdinger sind natürlich eine große Belastung für den Ozean. Und man hört sich jetzt, was hört man sich an, sagt, ja, die hat Mikroplastik in sich. Aber die Leute haben gesagt, im Verhältnis zum Körper von diesen Tieren wäre das wie, Moment, da zitiere ich jetzt kurz, habe ich hier nicht stehen. Ach so, doch, es ist äquivalent von einem Menschen, der 1 Meter Plastikseil verschluckt hat. So, also im Verhältnis zu diesen kleinen süßen Fischlis, die sie da rausgezogen. Kennt man ja das Problem, ja. Und dann... Ja, also ja. Tinder einmal, ne? Ja. Wer einmal auf Tinder war, hat ganz schnell 1 Meter Seil im Rachen. Deep Throat. Ja. Und es ist schon hart, muss ich sagen. Das ist aber ja. So eine Sache, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Dass zum Beispiel durch die Wäsche, die man macht, das ist, glaube ich, somit das meiste, wo Mikroplastik tatsächlich in den Ozean geleitet wird. Mhm. Muss man aber uns jetzt auch einfach mal rausnehmen und mit dem Finger auf andere zeigen, denn das meiste an Mikroplastik, was im Ozean landet, kommt von 10 Flüssen und 4 davon liegen in China. So. Ja, das habe ich ja schon immer gesagt. Diese Umwelt Einsparungen, also ich meine, diese Schadstoffeinsparungen wie Dieselverbote bringen nichts, ja. Solange die Chinesen nicht mitziehen, weil die scheißen auf irgendwelche CO2-Richtwerte und solche Geschichten. Die Chinesen raus aus China, sage ich immer. Einfach ausbürgern aus der Erde. Muss man aber auch jetzt sagen, differenziert betrachten, gell? Es gibt ja auch sehr viele Leute, die tatsächlich ihren Müll Richtung China schießen. Die Amerikaner zum Beispiel machen das sehr gerne. Dann sagen sie, hier, die Chinesen waren es. Ja, genau. Hier, ja. Entsorgt das mal, ihr könnt das doch so gut. Huch, in den Fluss rein, ja. Weg ist. Und dann gibt es ein Problem. Und dann muss man aber auch dazu sagen, und da kommen wir jetzt aber wirklich in Gefilde, ja, ich will jetzt hier wirklich auch nicht die Öko-Fotze sein, ja, aber die Statistik, die ich gesehen habe, ist, dass Plastikstrohhalme, die wir hier auch schon mal als Thema haben, ja. Nur 0,03% des Plastik im Ozean ausmachen und 46% sind Fischnetze. Aha. Ja, das heißt, jeder, der Fisch isst, ist ein Arschloch. Aha, ja. Ganz klar. Sehe ich übrigens genauso. Ja. Dass Menschen, gerade so Menschen, die allgemein kein Fleisch essen, dann aber doch Fisch essen, das finde ich ja so erbärmlich. Kenn und so heuchlerisch. Ich auch nicht. Ey, komm, wenn ich einmal im Monat, ja, so ein kleines... Sag das den kleinen Fischen, die hier ein Plastikseil im Mund haben. Das Ding ist ja auch, die Fische, die wir essen, haben ja dann auch wiederum Plastik in sich. Das ist ein ewiger Kreis. Das ist ein Teufelskreis. Das heißt, jetzt kriegen wir es eh nicht mehr hin. Wenn ich den Fisch dann ausscheiße, ist da auch Mikroplastik drin. Das ist dann wiederum im Klo. Zack, Ozean. Also jetzt ist Ehe gelaufen. Jetzt kommen wir Ehe. Ach komm, let's Flammentanz. Dekadenz, genau. Komm, ja. Ach, scheißegal, das Schiff geht unter. Ja. Lass uns alle Diesel fahren in der Wohnung. Lass uns alle Fische essen und sie mit Plastik anreichern sogar noch, um es voranzutreiben. Ich finde, jetzt können wir auch einfach die Flucht nach vorne. Richtig. Mein Weg aus der Umweltkatastrophe, Flucht nach vorne. Einfach bewusst die Welt zumüllen, denn dann wird die Welt irgendwann zu Plastik von selbst. Mhm. Und dann ist die Natur vielleicht das Unnatürliche. Umkehren. Weißt du, wie es ist? Das Problem ist genau, wie ich mit den Kindern angesprochen habe. Wir machen einfach weiter wie gehabt. Ja. Dann gibt es den Mensch irgendwann nicht mehr. Stimmt. Und dann hat sich jedes Problem gelöst, was der Mensch hat. Nihilismus. Ja. Einfach schön. Gut, das ist doch eine wundervolle positive Note, auf der wir hier helfen so können. Alles zu spät, Leute, macht einfach weiter. Oder vielleicht auch nicht. Das ist eure Entscheidung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Geht bitte auf die Freitagsdemo, geht auf die Demo am 23., denn der Indianer leidet und ihr könnt es verhindern. Richtig. Denkt doch mal an das Indianerkind von nebenan. Gut. Die Musik ist gerade auch schon wieder echt unerträglich laut. Oh, da hört man dein rassistisches Gut. Tschüss. Ciao, der Regentanz.